Scheiße. Das ist so ein richtiger Gänsehautfaktor. Moin Moin YouTube und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin solo in Phasmophobia unterwegs und wir spielen Ritual Courthouse. Ich hoffe, dass der Geist diesmal nicht wieder irgendwie so blöd zwischen oben und unten rumgammelt und sich nicht so richtig fassen lässt. Schauen wir mal, was die Runde so birgt. Ich bin gespannt. Also, gehen wir direkt rein. So, erstmal nehmen wir die Taschenlampe, EMF-Reader und das Thermometer. Wie ihr seht, letzte Runde gab es die neue Sprachbox, habe ich natürlich direkt mit eingepackt. Bin mal gespannt. Ich hoffe, dass sich die Sounds wirklich anders anhören. Wir haben Gloria Watts. Wir sollen dem Bereich in der Nähe des Geistes räuchern. Wir sollen ihn mit dem Kruzifix an der Jagd hindern und eine durchschnittliche Sanity von unter 25% erreichen. Okay, das sind wieder Aufgaben, wo wir auf jeden Fall gejagt werden. Von daher, gut, dass ich Räucherstäbchen mit habe, aber ich glaube, ich muss da mal ein paar mehr von kaufen. Zwei ist dann auf Dauer doch ein bisschen wenig. Okay, Breakers in der Garage. Naja, wir haben gerade zwischen 10 und 15 Grad. Gehen wir mal rein. Ist auf jeden Fall sehr dunkel. So viel kann ich sagen. Gehen wir erstmal in die Garage, machen einen Breaker an. Wie ihr sehen könnt, Spiegel hängt, können wir nachher fotografieren. Oder auch nutzen, um den Geist zu finden. Falls wir hier absolut nicht vorankommen. So, Breaker ist an. Garage ist soweit unauffällig, da gibt es keine Temperaturveränderung. Das Gute ist dadurch, dass es jetzt schon relativ warm ist. Das gehört. Was ist hier? Ja. Die Frage ist nur, was hat er hier geschmissen? Ich sehe es nicht, aber gut. Was sagt die Temperatur hier? Ist noch konstant. Würde ich jetzt nicht unbedingt hundertprozentig hier jetzt Geisterraum abstempeln. Temperatur fängt jetzt hier im Haus auch an zu steigen. Erstmal Licht anmachen. Wir haben hier keine Versteckmöglichkeiten im Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht, hier in der Küche gibt es, glaube ich, keine Versteckmöglichkeiten. Jetzt kann es natürlich sein, ich weiß nicht, ob der EMF-Reader auch durch die Decke reagiert. Wir müssen auf jeden Fall mal oben checken. Den Spiegel können wir auf jeden Fall nutzen, um nachher unsere Sanity nach unten zu prügeln. Um diese Aufgabe abzuhaken. Hier ist auch keine Versteckmöglichkeit. Okay. So, die Temperatur fängt so langsam an, hier im Haus zu steigen. Wir haben jetzt schon knapp über 15 Grad. Gucken wir mal, ob das auch hier im Bad der Fall ist. Ja, auch hier steigt weiterhin die Temperatur. Und hier drüben im Wäscheraum auch. Ich werde die ganze Zeit irgendwas schmeißen, das muss oben sein. Was ist denn hier drüber? Ah, ist das wieder hier so ein komischer Flurgeist? Nee. Da habe ich keinen Bock drauf. Versteckmöglichkeit hier. MF2 hat hier die Tür aufgerissen. Wir sehen, hier fängt die Temperatur wieder an zu droppen. Das ist wirklich hier wieder so ein komischer Flurgeist, mit dem wir es zu tun haben. Ja, hier hat er die Sachen umgeschmissen. Das erstreckt sich wirklich von hier. Den kompletten Flur lang, ich glaube bis hinten. So langsam gehen die Temperaturen jetzt auch runter, 5 Grad. Ja, okay. Gut, dann müssen wir das jetzt so annehmen. Was soll's? Wir sind unter 5 Grad. Er ist auf jeden Fall sehr aktiv. Blöd ist nur, dass die Verstecke hier direkt beim Geist sind. Hey. Okay.
Wir holen uns jetzt was für die Fingis. Und gucken mal, was das kleine Event mit unserer Sanity gemacht hat. Dürfte eigentlich noch nicht allzu schlimm sein, aber wir checken es mal aus. Ja, 75 ist 25% schon runter. Gut, was soll's. Wir gehen direkt wieder rein, gucken mal, ob wir Fingerabdrücke noch sehen am Schalter. Wäre ja schön, wenn wir das schon abhaken könnten. Aber dadurch, dass er eh so touchy ist. Tja. Okay. Können wir nicht. Droppen wir hier erstmal das Buch. Kurzen Temperaturcheck. Wir sind noch unter 5 Grad. Passt soweit. Machen die Türen mal zu. Auch hier. Dann checken wir hier mal den Schrank, ob wir. Ne, hier können wir jetzt nicht verstecken. Klar. Jetzt aber jetzt auch echt eng. Ich hoffe, dass wir in der Garage vielleicht die Spinde haben. Okay. Er hat den Breaker ausgemacht. Moment. Erst checke ich aber mal die Tür, die hier angefasst hat. Ja, Fingerabdrücke. 5 Stück. Aber abhaken. Perfekt. Machen wir den Breaker noch wieder an und holen dann die Kamera für Orbs und das Dots-Ding, um Dots zu sehen. So, Strom ist wieder an. Okay. Na, hier können wir ausmachen. So, okay. Also Kamera und Dots. Erstmal weiß kann man mit Ultraviolett einloggen. Okay, wir sind schon bei 67. Wir können die Kamera auf jeden Fall mit den Dots noch reinbringen und dann sollten wir vielleicht auch schon das erste Mal was nehmen. Wenn wir aber nicht direkt geholt werden. Am liebsten wäre es mir, wenn wir irgendwie ein EMF-5 einloggen könnten. Dann wüssten wir auf jeden Fall, dass der Mimik schon raus wäre. Ja, hab Ops gesehen. Das Geister-Ops können wir auch schon einloggen. Entschuldigung, spricht aber bisher auf jeden Fall auch für Mimik. Da bräuchten wir gleich noch Gefriertemperatur und Geisterbox. Geisterbox, Ultraviolett, Gefriertemperatur, genau, und Orbs. Neue Box werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Ui. Das ist auf jeden Fall schon sehr steil gegangen. So, wie gesagt, ich habe die Orbs gerade schon fliegen sehen. Die waren hier eher so links im Bereich der Kamera. Unten in der Hand. Mal gucken, ihr werdet die bestimmt, hoffe ich, auch gleich sehen. Wenn nicht, müsst ihr mir einfach vertrauen. Da waren welche. So. Ja, da fliegt er. Reist da so lang. Gut. Also. Dort könnte es noch sein. Box kann es auch noch sein. Dürfen wir nicht vergessen wegen der Mimik. Das Buch ist tatsächlich schon raus. Und ja, Gefrier oder EMF. Mit EMF hatten wir nur Barke. Der hat uns aber leider nicht die Fingerabdrücke dafür gegeben, direkt, dass man ihn hätte erkennen können. Von daher nehmen wir jetzt die Box mit rein. Und wir nehmen noch. Was nehmen wir noch mit rein? Muss ich noch irgendeine Aufgabe? Gut, wir sollen ihn räuchern. Mit dem Kruzifix die Jagd verhindern. Das ist übrigens eine richtig schwere Aufgabe da oben, weil das so ein großes Gebiet ist. Das ist also echt Glück, dass er gerade da spawnen will, wo unser Kruzifix liegt und in Reichweite ist. Wir können es nachher probieren. Kann aber nichts garantieren. So, also, wir nehmen die Box mit rein.
Und dann vielleicht auch schnell den Fotoapparat. Ah ja, das Geräusch ist auf jeden Fall schon deutlich angenehmer. Ich weiß aber nicht, ob das früher auch so war. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? Ich guck auch gleich mal nach Knochen. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Okay. Temperaturcheck, wir sind noch über 0 Grad. Ja, EMF-technisch wollte er schon länger nichts mehr machen. Schade. So. Tja. Scheiße. Alter, das war ein richtig mieser Move, Junge. Oh mein Gott, habe ich eine Gänsehaut. Ich dachte, jetzt ist vorbei. Alter. Puh, von 6 auf 1. Von 6 auf 1. Warte mal, ich habe doch die Dots da angemacht. Warum sehe ich den schon wieder nicht? Mich irre da oben im Flur. Das ist echt richtig, richtig schön. Also, ja, ich weiß nicht, die Box würde ich tatsächlich rausnehmen, sodass ich die Mimik auch schon ausschließen würde. Jetzt können wir hoffen, dass wir relativ schnell Gefriertemperatur bekommen. Aber das hat uns gerade auf jeden Fall wieder gezeigt. Wir sollten... Ich habe die Kamera noch... Anschlag Räucherwerk da haben. Dass wir ihn im Zweifel abwehren können, um uns dann irgendwo zu verstecken. In einem der nicht sehr gut vorhandenen Verstecke. So. Er wirft oben fröhlich rum. Checken wir mal. Den Keller. Keine Versteckmöglichkeiten. Gibt es hier überhaupt irgendwo Versteckmöglichkeiten? Das ist doch nicht. Ja, ernst. Was soll ich denn so spielen? Krieg ich ja nur auf die Fresse. Oh, Mann, ey. Fuck. Scheiße. Ja, sorry. Ja, okay. Knochen habe ich auch noch keinen gesehen. Spannend. Ja. Oh, reißt der oben gerade richtig ab, oder? Das ist auch der einzige Raum, in dem ich noch nicht war. Genau, hier haben wir zumindest schon mal Knochen. Das heißt, wir holen die Kamera mal hoch. Die Streichhölzer würde ich hier hin droppen. So. Aber die Kamera für die Knochen. So. Jetzt sag mir bitte, dass hier nichts passiert ist. Okay. Bist du hier? Wo bist du? Sprich mit mir. Bist du hier?
Bist du hier? Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Wo bist du? Macht mich irre. Okay. So. Machen wir es manuell. Eigentlich müsste ich ihn auch mit Taschenlampe hier drin sehen. So machen wir das. Wir waren jetzt immer bei 0 Grad. Vielleicht ist es ja inzwischen so, dass es abgesunken ist. Oh, er hat oben wieder das Radio angemacht. Das ist so ein richtiger Gänsehautfaktor, finde ich. Also, wenn man das selber spielt und diese eklige Musik da aus dem Radio drückt. Schon wieder. Mann, ich muss EMF sein. Weiß ich nicht. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es irgendwas anderes ist. Und erstmal wird jetzt hier geräuchert. Irgendwie ist das Ritual-Haus kaputt. Das nervt. Das nervt echt. Ist ja einfach immer so ein Geist ist, den du nicht fassen kannst. Kann ja nicht in einem kleinen Raum sein. Weiß ich nicht. So, loggen wir es ein. 25 Minuten. Temperatur ist wie gesagt schon wieder leicht gestiegen. Also nicht so, dass es jetzt unter 0 Grad gedippt wäre. Ja. Dots habe ich aus der Hand lange genug probiert. Da hat er mir irgendwann davor laufen können. Also ich kann es, mehr kann ich nicht machen. Nehmen wir den Obake. Ja. Obake. $815. Na gut, zwei Aufgaben nicht erreicht. Na. Aber egal. Haben oder nicht haben, nehmen wir sehr gerne mit. Und ja, bringt uns wieder ein Stück weit näher an Level 29. Wo es dann, glaube ich, das Thermometer gibt. Mal kurz gucken. Nee. Stimmt, genau. Als nächstes gibt es den... Ich verreihe das hier mal. Als nächstes gibt es die besseren Dots. Genau. Also nicht mehr das außer Hand, sondern wieder... Wie gewohnt, das Ding, was man hinlegt, Level 29, und dann dieses grüne Gitternetz ausgestrahlt wird. Okay, YouTube. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es jetzt wieder 27 Minuten waren. Wenn ja, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und dann auch beim nächsten Mal wieder reinschalten. Würde mich freuen. Bis dahin, alles Gute, macht's gut. Ciao.